Wenn da jetzt so ein Feuerchen dran ist, dann hast du alles richtig gemacht. Ah, okay. Und viel Spaß. Ich weiß noch nicht, was ich da rein tue oder wann, aber... Alles an Dust, Gravel und Sand, was du von den einzelnen Erzen hast. Okay. Leuchtet das jetzt ohne Lava oder was? Ja. Es zeigt jetzt nur, dass du die Schmiede schon mal richtig gebaut hast. Die Schmelze. Okay, wie bringe ich da Lava hin? Mit einem Eimer. Hand. So wie du Lava in deinen Koppel nimmst. Muss ich da ständig nachfüllen? Jo, da passt 4000 rein. Und ja. Brennt das nur, wenn auch was schmilzt oder ja. Brennt das dauerhaft? Diese Schmelze brennt nur, wenn man sauber schmilzt. So, irgendwo. So, was wollte ich jetzt machen? Nicht reinspringen, wenn die im Betrieb ist. Das hat weh. Okay, ich baue jetzt einen automatischen Hammer. Toll. Ey. Den brauche ich auch unbedingt. Ja, manchmal ist das halt so. So, wie war das mit der unendlichen Wasserquelle? Das sollte Freddy erklären. Ja, hat er schon. Aber ich habe... Einmal drei Wasserblöcke. Drei Wasserblöcke? Einmal drei. Oder halt zweimal zwei. Je nachdem, wie du lustig bist. Ah, okay. Und die fließen dann immer von alleine wieder voll. Wenn du den mittleren nimmst. Den mittleren kannst du halt entleeren bei einmal drei. Zweimal zwei? Das ist egal. Den linken. Okay, ich nehme immer den linken. Ey, wie teuer ist bitte der Amboss? Unverschämtheit. Ja, habe ich mir auch gedacht. Inver will der auch noch haben. Unverschämtheit. Ganz schön toll dafür, dass ich ihn gleich in die Ecke stelle. Das ist also gar nicht in Stelle. Kann ich gerade damit, dass ich jetzt hier vier Wasser reinfülle, aus den Barrels nehme, alle Barrels wieder stumpf befüllen? Wenn du eine unmittelbare Wasserquelle gemacht hast, kannst du alle Barrels wieder stumpf befüllen. Das reicht, wenn ich da vier Wasser reingefüllt habe. Jo. Die ganzen Barrels sind nur zu 80-90% mit Wasser vollgelaufen beim letzten Regen. Na schlecht. Brauchst du Wasser? Glaube ich. Ja, du brauchst Wasser? Nee, es passt. Na dann. Ein bisschen weit weg von den Barrels, vielleicht stelle ich da einfach welche daneben. So, und jetzt kann ich in die Schmiede Lava reinhauen. Also sollte ich irgendwo noch einen Lava-Produzenten haben. Das wäre optimal. So baue ich nochmal diese komischen... Ja, wo ich meine Lava im Moment auch so mache. Wie setze ich die Lava da rein? Einfach rechtsklick auf das Glas. Probierst du mal ein bisschen was aus. Das Glas? Ich will gerade ehrlich gesagt nicht mit Lava experimentieren. Ich habe den Smeltery Controller und den Tank. Ja, und wo könnte die Lava reinkommen? 4000 gehen rein? Ja. Die habe ich nicht, aber egal. Ah, 500 kann ich gar nicht rausnehmen. Nee. Also könntest du schon, nur aktuell noch nicht. Och. Da kann man das mit den Händen. Ja, so ähnlich. Nennt sich dann Portable Tank. So, hier habe ich das. Ich brauche aber... Ja, das brauche ich.
So, dann haben wir es gleich fertig, die Quest. Wir können die nächste machen. Das wird heute eine Questfolge. Die wahrscheinlich dann mit einer Timestamp endet, wie ich. Keine Ahnung. Wenn wir das da weiter baue. Oder da hinten die Felder mal ein bisschen bearbeite. Ob das ist nicht spannend genug, dass man da stundenlang zugucken möchte. Nach meiner Spitzhacke sind jetzt auch die Barrels, die ich vorhin eingesammelt habe, weg. Glaube ich, 4 Stück, hier sind nur 3. Okay, wieder eine Quest fertig. Und wieder Zeug bekommen, den wir jetzt irgendwo lagern müssen. Lagern, das kann auch mal weg, das kann weg, weg. Nee, das nicht. Unbedingt mal ein besseres System bauen hier. Geht so nicht mehr weiter. Weiß mir egal. Nächste Quest. Playing with Dolls. Diese Doll. Ups. Doll. Was besteht die? Porzellan Clay. Ein Diamanten. Okay, machen wir doch schon mal schnell. Nein, hier war noch irgendwo Clay drin. Hm. Und Bone Meal haben wir auch noch so ein bisschen. Ah, rechten 4, 5. Diamanten haben wir bald auch ein paar. So, das da rein, das da rein. Zack, 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 zack. Bams. Und wieder eine Quest. Okay. Netherrack. Gibt uns einen Glowstorm. Die kriegen wir in Netherrack. Ich möchte jetzt nicht hier in Nether gehen. Noch Pulverweiser? Ich glaube nicht, dass wir das haben. Man aus Clay immer die gleiche Menge? Ja, ne? Ich glaube. Das Spoiler haben wir noch nicht. Schade. Braucht man. Dann geht's mit der Hand schneller als mit dem Hammer. Ja. Da steht ja auch Tool Schaufel. Ja, das steht da dran. Krass. Da stehen hier heftige Sachen einfach so. Ja, ne? Die standen vorher bestimmt da noch gar nicht. Na doch. Sind gerade erst gespawnt, als ich es dir gesagt habe. Ich hab nur am Anfang hat mir irgendwer mal gesagt, ich soll das mit einem Hammer alles kaputt hauen. Und das habe ich irgendwie immer drin. Okay, Workshop-Table. So. Wir brauchen einen Charger. Brauche jetzt dieses scheiß Bone Meal. Brauche einen Charger. Blank Upgrade. Ein Stein haben, der hier irgendwo liegen muss. Stone Wood, Stone Wood. Was wolltest du haben? Ein Stein, der. Wort habe. Ah, da liegt der. Ach ja, das Ding haben wir auch gebaut. Das ist einfach nur ein Redstone Furnace. Und hier haben wir sauberes Stein drin. Brauchte ich, um da hinten die ganzen Wege zu craften. Nicht so spannend. Wir müssen auch was gegen das Gerucke hier mal tun. Das nervt mich ein bisschen. Okay, Charger, was kommt jetzt? Iron und Redstone. Gibt auch ein automatisches Sieb. Kann ich das schon bauen? Jetzt mit deiner Schmelze könntest du es theoretisch bauen. Lohnt sich nicht, so wie sich das bei dir anhört? Doch, ich habe davon 10 Stück, die lohnt sich. Production Speed. Ja, das kann man nicht zusammensetzen. Clay und Porzellan Clay wird nicht wieder zu Porzellan Clay. Schade. Oh, nee, ne? Okay, wir brauchen mehr. Ah, aber das Dingens muss ich gleich machen. Das Dingens. Mach ich mal ein paar mehr Steine gleich. Dann bin ich weiter. Wir bringen, brauchen wir noch. 2, 3, 4, 5, 6. Und ich erinnere mich noch dunkel, das hier. Die Schmelze kann man bestimmt auch an eine automatische Lavaquelle anschließen und dann befüllen, ne? Bingo. Das hier mal angucken. Ich wünschte manchmal, wir hätten noch unsere alte Map von damals. Wieso? Ja. War so viel gewesen? Ja. Da haben wir das richtig coole Zeug gebaut. Hoch. Was wollte ich gerade bauen? Ach. Ach,
Und ich baue gleich. Kann ich gar nicht, ich habe kein Holz, haha. Langsam wird es bei mir auch. Ja. Was wird's bei dir? Langsam wird das bei mir. Wieder eine funktionale Base. Sehr gut. Ja, das, was ich vorhin gebaut habe, muss ich auch noch mal ein bisschen umbauen. Also, das Pattern darin. Was du vorhin gesehen hast. Zack. Sieht auch ganz gut aus. Ja, aber es ist ein bisschen viel freie Fläche. Autocrafter. Und ich müsste mir gleich mal ein automatisches Holzdings bauen. Eine Pisten. Zack, zack. Mir wird langsam Holz knapp und ich habe gar keinen Bock, das abzubauen. Kenn ich. Warum hast du so ein automatisches Holzdings, ne? Was nicht läuft, weil es noch zu klein ist. Jetzt sind Stonebricks eingesprochen. Die reichen. Weil der. Da ist gerade nur ein Birkensetzling drin. Und bis der mal wächst, das dauert Jahre. Aber mehrere machen wir nicht. Ich hab nur einen. So, das Pattern. Ach, und das muss mit Birke passieren? Nein, nein, Quatsch. Ah, okay, aber du willst Birke gerne haben. Ja. Aber Holz habe ich auch alles andere als genug. Mal sehen, das wird sich vielleicht heute noch ändern. Auf Uhr gucken? Nee, heute nicht mehr. Was hast du denn das? Final Fantasy ist zu wichtig, ne? Genau. Hast du das jetzt doch geholt? Ja. Du bist so fixiert auf das Spiel, dass du nicht mehr in deine Nachrichten guckst, ne? Ich wurde schon ein Bild geschickt. Mehrere. Ja, das Handy liegt. Ein Solargenerator. War nicht im Mittelfeld. Ja, ist ja nicht wild. Die Nachrichten, 18 Nachrichten. Guck an. Und eine Mail. Unwichtige Mail. Du musst einen Solargenerator bauen. Ach, das geht ja. Hätte gedacht, der ist teurer. Letzte Pattern. Und ein Glowstone Dust. Na, ah, lass mich durch. Zack. Und dann haben wir das. Genau für Fuel Efficiency. War dieser Baum automatisch ernter teuer? Nein. Also der erste ist es nicht. Weil er kann halt nur Flint Äxte haben. Ja. So. Gibt später. Ach. Das waren alle einfach. Später einen besseren? Ja. Ja, gibt es. Deutlich oder? Ja, so? Auch deutlich. Gibt alles später besser. Ein Stone Planter. Wir bauen jetzt einen Stone Planter. Was wird denn? Eine Furnace, ein bisschen Stone und eine Stone Hoe. Okay. Machen wir uns ein bisschen Stone. Dann glaube ich 7. 7? 7. So. Na, dann gib mir meinen Stack. Zack, zack, zack. Boah, ich muss was gegen das Geruckel tun. Hm. Oh, die Hoe habe ich vergessen. Vielleicht ist das mal das erste, was ich machen sollte. Oh. Ich hoffe einfach ganz naiv, wenn ich dann bessere Rohre verlege. Geht auch. Oh, ein Achievement. Time to farm. Yay, ich habe eine Hoe gebaut. Sehr gut. Und damit jetzt ein Stone Planter. Wollte ich sagen, weiß ich nicht mehr. New Coops. Oh, Rubab. Ey, ich hab Rubab irgendwo. Also Rhabarber. Ist doch nicht. Doch da. Ja, einen großen. Zählt der? Ach, ich muss das anpflanzen. Ah, guck an. Ja. Die Dinger haben wir auch gebaut. Vergessen.
So. Dann weihen wir doch mal das Feld hier ein. So, was tut man denn am besten in die Schmelze rein? Auch das darf der Ferdi erklären. Du hattest schon irgendwas gesagt. Da weiterreden, wo du aufgehört hast. Das war vor 20 Minuten. Ich bin ja jetzt auch so weit, dass ich da was reintun kann. Versuch's mal mit... Ohr. Reicht da eins oder braucht man da mehrere von? Probier's aus. Genau, so. Je nachdem, was du brauchst, ne? Sei mal experimentierfreudig. Geht immer in die Hose. Nee, das dann geht's halt. Doch, sterbe ich dann in Lava, weil ich die falsch gesetzt habe und so einen Scheiß. Wie kannst du Lava in einen Tank falsch setzen? Indem ich sie nicht in den Tank setze. Okay. Dann lädst halt daraus. Ich kann sowieso nur ein Ding da reinsetzen. Okay. Ja, nervig. Du kannst 9 Blöcke da reinsetzen. Damit mixe ich die. Wie hießen die? Ich kann gar nicht mehr als eins von einem machen, oder? Du kannst alles reinschmeißen. Aber es muss halt fertig gepackt sein. Es muss Dust, Gravel oder der Sand sein. Die einzelnen kleinen Brocken kannst du nicht reinpacken. So, wie hieß dieses Ding sie da? Das mal. Broken. Also kann ich einfach das da reinstopfen und der macht daraus was. Du musst schon Erzdust reinschmeißen und keinen normalen Dust. Eine Schmelze schmilzt Erze und nicht Dreck. Ja, das hat mich auch gewundert. Ja, so kann ich das jetzt besser zerklopfen, dann wieder zu so einem Ding zusammensetzen und dann das da ganz gut reintun. Genau. So, Rhabarber. So. Dann guck ich doch mal was nach. Ja, das ist so das kleine Problem hier auf dem Server. Wenn die 2 Leute von 4 sind absolut nicht experimentierfreudig. Und alles ein bisschen vorkommen. Zack, zack, zack. Wachset, Rhabarber, wachset. I am Grouch. So. Powderzeug kann ich damit ja in den Müll schmeißen. Was willst du in den Müll schmeißen? Mal gucken, ob man frei zuhört. Ich meinte das Powdered. Ich habe zum Beispiel auch Skystone Dust. Ist das cool? Genau. Oh, Glowstone kann ich. Oh, das gefällt mir. Das will ich noch nicht schmelzen. Ich will das nicht schmelzen. Glowstone daraus machen. Ja, das geht. Aber du kannst es später auch schmelzen, aber das wäre jetzt noch falsch. Okay, wieso? Weil du damit jetzt noch absolut gar nichts anfangen kannst. Dann ist deine komische Flüssigkeit in deiner Schmelze drin und die bekommst du nicht so schlecht. Und das blockiert dir ein bisschen was, wenn du Pech hast. Echt? Ich sehe das automatische Befüllungsding. Geht Lava und Flüssigkeit so zusammen? Ist das logisch? Mhm. Ich hab diese Transferpipes, die machen ja keinen Sinn. Da wird ja keine Lava durchgehen wahrscheinlich. Aber ich hab auch... Nee, das ist Energy. Also brauche ich nochmal andere Pipes, oder? Richtig. Habe ich die Energy Pipes gebraucht und brauche die gar nicht. Fluiduct, wie Flüssigkeit. Over Energy. Hä, die gibt's bei mir gar nicht. Ja, nicht keine Pipes, sondern Dukte. Das sind halt, ist halt die andere Variante, mit dem du halt Flüssigkeiten, Strom. Oh, das oder gibt's da nicht, hier Scheißding da. Items dann verdienen kannst. Und etwas flexibler als die Pipes. Wie hieß das Ding jetzt? Duct. Also Item Duct. Ah ne, du wolltest
Free Duck Pump. Rhabarber, 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 dann lass wachsen. Mögt ihr überhaupt Rhabarber? Schreibt es in die Kommentare, ob ihr Rhabarber mögt. Ich hab's als Kind relativ gern gegessen sogar. Muss ich ja mal zugeben. Ja. Temperate Flute Duct? Experimentier. Oder lese, was da richtig dran steht. Genau, mit Lesen ist auch sehr viel geholfen. Aber nur manchmal. Nee, nee. In diesem Spiel, wer nicht liest, verliert. Allein bei dem Questbuch, ne? Weil da ist nicht gefunden. Hm? Schon allein bei dem Questbuch, ne? Wenn wir das nicht gefunden hätten.